Hallo zusammen, heute begrüße ich euch mal zu einem kürzeren Video. Ich möchte euch nämlich sehr gerne einen wunderschönen Lidschatten vorstellen aus der Drogerie. Der ist wirklich günstig und ich möchte euch zeigen, wie toll der aussieht auf dem Auge. Es gibt selbstverständlich in der Drogerie auch noch mehrere Farben davon. Ich allerdings habe mich für diese Farbe entschieden. Der Lidschatten ist von Trended Up. Ihr findet den im DM, das ist ja die DM-Eigenmarke und das ist ein Shimmer Cream Eyeshadow. Das heißt, der ist schimmrig und leicht cremig, obwohl der in so einem Puderdöschen quasi daherkommt. Die Nummer ist die 060. Trended Up hat keine ausgefallenen Namen für seine Produkte, auch nicht für die Lippenstifte. Die haben alle einfach nur Nummern. Ist ein bisschen langweilig, kann man sich aber merken. Also Nummer 060 schreibe ich euch auch nochmal unten mit in die Infobox mit rein, damit ihr den auch finden könnt. Wenn ihr im DM seid, kann man auch online bestellen. Und das hier ist die Farbe. Ich kann sie euch kaum beschreiben. Es ist ein Braun, aber, ja, der ist so cremig, ich vertue mich jedes Mal. Das hier ist jetzt dieser Cream Eyeshadow erstmal auf meinem Finger. Der sieht jetzt ein bisschen krümelig aus, weil ich relativ feste da reingedrückt habe. Ich swatch euch den auf meinem Handrücken. Die Farbe ist wirklich kaum zu beschreiben. Es ist ein Braun, aber es geht mehr in die Taubrichtung. Und ich finde, der hat auch so einen ganz leichten flaumigen Einschlag, aber nur ganz wenig. Aber ich finde den wunderschön jetzt für den Herbst und deswegen muss ich euch den zeigen. Also das ist einfach ein Traum. Und ich zeige euch selbstverständlich auch, wie ich den auftrage. Und dafür hole ich euch jetzt mal ein bisschen näher ran. Kommt mal näher. So, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu nah, aber ich glaube, zu nah geht nicht. Ich verwende als allererstes einen Eyeshadow Primer, damit der Lidschatten so lange wie möglich hält. Und zwar tupfe ich mir den einfach auf die Augenlider und verteile den dann mit einem Concealerpinsel einfach. Damit kann man das schön verteilen, überall dahin, wo nachher auch der Lidschatten sitzen soll. Das sorgt dafür, dass es halt so ein bisschen klebrig wird, also nicht doll klebrig, aber so ganz leicht griffig einfach. Und dann hält der Lidschatten einfach länger. Der fließt dann nicht so schnell in die Lidfältchen oder auch hier außen in die Fältchen. Und weil wir ja heute nur diesen einen Lidschatten verwenden, der aber für sich spricht, ich finde den Look mega schön und ich trage sehr gerne auch einfach mal nur einen Lidschatten, möchte ich trotzdem in die Lidfalte etwas geben. Und dafür verwende ich einen Blendepinsel. Auch den gibt es im Drogeriemarkt. Also der hier ist jetzt von Ebelin. Das ist ein einfacher Blendepinsel von Ebelin. Und ich verwende einen Bronzer. Ich habe hier den Butterbronzer von Physicians Formula. Im besten Falle verwendet ihr den Bronzer, den ihr auch auf den Wangen tragt, weil das ist immer sehr schön, wenn der sich dann wiederfindet am Auge, weil das sehr harmonisch aussieht. Allerdings trage ich heute einen Bronzer mit Schimmereffekt. Ich habe diesen Terracotta Bronzer drauf von Guerlain und der geht zwar auch auf dem Auge, aber für diesen Look möchte ich gerne was Mattes in die Lidfalte geben und deswegen habe ich mich jetzt hier für den Butter Bronzer entschieden. So habe ich auf jeden Fall schon mal eine schöne Grundlage, so eine Vertiefung am Auge und dann können wir loslegen mit dem Lidschatten. Ich habe hier einen einfachen Lidschattenpinsel. Der ist relativ flach gebunden und hat eine sehr gute Qualität. Der ist von Make-up Coach Lidschatten Nummer 1. Da gibt es so ein Set oder gab es so ein Set. Und jetzt gehe ich in diesen Lidschatten hinein, klopfe ein bisschen ab und ziehe mir den komplett über das bewegliche Augenlid. Über die Mitte, da fange ich an, gehe dann aber auch nach vorne. Ist der nicht schön? Jetzt mal ernsthaft. Und hinten trage ich noch ein bisschen was auf. Und da achte ich jetzt einfach auf meine Augenform. Gehe auch in die Lidfalte hinein, verblende wieder schon mal so ein bisschen hin und her, korrigiere vorne nochmal, schaue, dass ich hier in der Mitte alles erwischt habe und hinten auch. Und dann schaue ich gerade in den Spiegel, ob das mir so reicht, ob das gut aussieht und ich bin zufrieden. Mehr war es auch schon nicht. Und dann nehme ich wieder den Blendepinsel zur Hand, ohne jetzt neuen Bronzer aufzunehmen. Oh Gott, ich habe mich gerade erschreckt. Ich dachte, ich hätte vergessen, meinen Ton anzumachen, mein Mikrofon. Das wäre jetzt schlecht gewesen. Und dann verblende ich einfach nur nochmal gezielt in der Lidfalte und ziehe das so ein bisschen nach außen. Und im nächsten Schritt, weil ich das persönlich auch sehr gerne mag, nehme ich einen Pencil Brush, so einen kleinen, feingebundenen. Dieser hier ist jetzt von Yax Beauty Line, das ist mein allerliebster, die Nummer 17. Die gibt es aber auch in der Drogerie. Und nehme jetzt nur auf der Spitze etwas von dem Lidschatten auf, klopfe wieder gut ab und setze mir den jetzt ganz gezielt an den unteren Wimpernkranz. Und das ist auch schon der Look. Mascara drauf. Und
dann sieht es Bombe aus. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht auch einen Kajalstift dazu verwenden würde. Hier verwende ich jetzt einen von MAC. Der ist jetzt nicht aus der Drogerie. Der heißt Prunella und ich mag den deshalb so gerne, weil der dunkel ist und auch diesen lila Touch drin hat. Der ist also ganz, ganz dunkel lila, fast schon schwarz. Und den ziehe ich mir hier einfach nochmal auf die obere Wasserlinie. Ich persönlich mag das einfach gerne. Das sieht bei mir immer besser aus. Muss man nicht machen, kann man auch einfach weglassen. Was aber auch toll aussieht, wenn man das Auge noch mehr intensivieren möchte, einfach mit einem dunkel-lila-farbigen Kajalstift, kann man auch mit schwarz machen, am oberen Wimpernkranz nochmal so lang fahren, aber wirklich nur ganz nah an den Wimpern bleiben und das hier nochmal verstärken. So ganz leicht. Und dann habt ihr einen super tollen Look, eine wunderschöne Lidschattenfarbe, super günstig aus der Drogerie, mit der ich so zufrieden bin. Dieser Lidschatten hier ist einfach so schön cremig, funktioniert wirklich bei mir persönlich am allerbesten mit einer Basis drunter, also mit so einem Lidschattenprimer, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Aber der funktioniert bestimmt bei dem einen oder anderen auch so, weil der eben so cremig ist, ne? Der ist so, ihr werdet das, wenn ihr mit dem Finger da reingeht, sofort merken, das ist wie so ein cremiges Pigment. Und deswegen hält er, glaube ich, auch so lange. Und deswegen sieht er auch, kommt er auch so schön farbintensiv raus. Ich meine, guckt euch das an. Brauchen wir uns nicht weiter darüber unterhalten, glaube ich, ne? Das ist einfach ein sehr, sehr schöner Lidschatten, den ich euch jetzt unbedingt zeigen musste. Und was sagt ihr zu diesem wunderschönen Lidschatten? Ich habe den gar nicht selber entdeckt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Meine Freundin hat ihn mir geschenkt, die immer gerne im DM stöbert und mir manchmal etwas mitbringt, was ihr so ins Auge sticht. Und sie selber steht total auf Lila-Töne, auch mal helleres Lila und so. Und dann hat sie mir den mitgebracht und ich habe gedacht, wow, ja, das ist meins, ne? Damit machst du mir immer eine Freude. Dann habe ich den getragen und habe gedacht, boah, den musst du unbedingt mal einbauen in ein Video. Und dann fange ich an zu überlegen, das dürfen dann nur Drogerieprodukte sein und eine Drogeriemascara und Drogerieaugenbrauenprodukte und Drogerie hier. Und dann habe ich gedacht, nee, du musst nicht immer alles so ganzheitlich miteinander abstimmen. Du kannst auch einfach mal nur das eine Produkt zeigen, was dir besonders gut gefällt. Selbstverständlich geht es hier um den Lidschatten, weil ich den so toll finde und so cremig und so bombepigmentiert und diese Farbe ist einfach, die ruft so laut Herbst für mich. Das sieht einfach so toll aus und betont das Auge so komplett schön. Ich meine, diese Farbe ist einfach so anbetungswürdig für mich, dass ich, also ohne mit der Wimper zu zucken, hätte ich auch, wenn das ein MAC-Lidschatten wäre, 20 Euro dafür ausgegeben. Ganz ehrlich, wenn ich den jetzt im Laden geswatcht hätte und hätte gesagt, wow, der gefällt mir so gut. Aber wir haben Glück, es gibt ihn in der Drogerie und deswegen musste ich ihn euch zeigen. Selbstverständlich könnt ihr den kombinieren mit jeglichem Kajalstift, der euch gefällt, mit jeder Mascara, die euch gefällt, mit jedem Look für die Haut, was bei euch gut funktioniert, mit eurem Bronzer, mit eurem Blush, wie auch immer. Ich finde, das ist so eine schöne Hybridfarbe, die jetzt nicht nur lila ist und auch nicht nur braun, sondern eine Mischung dazwischen und es kommt auch schon fast grau raus in manchem Licht, sodass sehr, sehr viel dazu passt. Und ich kann mir diese Farbe wunderbar vorstellen bei blauen Augen, bei grünen Augen und auch bei braunen Augen, bei haselnussbraunen Augen, bei dunkelbraunen Augen. Ich glaube, das steht einfach jeder Augenfarbe. Ich habe da wirklich drüber nachgedacht, wem könnte es nicht stehen. Auch grauen Augen, das steht einfach jedem. Und es ist einfach ein wunderschöner Herbstlook. Und deswegen wollte ich ihn euch zeigen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war meine Vorstellung von diesem wunderschönen Trended-Up-Lidschatten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der Look gefällt euch. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begeistern für meinen Look, weil so begeistert wie ich bin, glaube ich, habe ich das jetzt auch so transportiert. Sonst hätte ich ja nicht ein ganzes Video dazu gemacht. Und ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Lust habt, meinen Kanal zu abonnieren. Ich habe nämlich gesehen, dass ich die 79.000 gerade so überschritten habe und bin so, vielleicht schaffe ich ja die 80, das wär's, ne? Also wie gesagt, ich freue mich über jeden, der Lust hat, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr die Glocke dazu anmacht, bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn ein neues Video von mir online geht. Wenn euch das jetzt hier gefallen hat, ich mache immer sonntags ein Video, meistens dann auch nochmal donnerstags, wann es mir so in den Sinn kommt. Aber der Sonntag steht immer 9.30 Uhr, da kommt definitiv immer ein Video und ja, ich freue mich. Also, lieben Dank, ich sage bis zum nächsten Mal, bleibt mir alle gesund. Tschüssi.